Die Blicke der Spieler richteten sich heute bei den Viertelfinals entgegen allen guten Tennisgepflogenheiten nicht nur auf den gelben Ball, sondern auch gen Himmel. Der zeigte sich in der einen Minute in strahlendem Blau, in der nächsten in tiefem Schwarz. Viele Matches waren heute wie eine Lotterie. Kommen wir trocken durch oder gibt es Spielerbruch wegen Regens? Dreimal mussten die Spieler fluchtartig die Plätze verlassen. Die Platzmeister-Crew sorgte dann dafür, dass auf den Court so schnell wie möglich wieder gespielt werden konnte. Einige der Matches um den Einzug in die Halbfinals endeten mit nicht erwarteten Ergebnissen. Aber genau das machte den Reiz des Tennis mit aus. So war das glatte 6:3, 6:1 der an 11 gesetzten US-Amerikanerin Elisabeth Mantlik, Tochter der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Hanna Mantlikova, gegen die viertgesetzte Russin Taisia Pachkaleva in dieser Deutlichkeit schon überraschend. Mantlik spielte sich mit ihrem Köpfchentennis in den Kreis der Favoritinnen. Auch die ungesetzte Rumänin Selma Stefanie Kadar sorgte für ein Achtungszeichen. Sie besiegte Anastasia Tikhonova aus Russland, die Nummer 14, in drei Sätzen 1:3, 6:3, 6:4. Halbfinale. Spielsalon. Da war eigentlich auch Mitfavoritin Andreea Pisacariu aus Rumänien Nummer 2 der Setzung erwartet worden. Doch dorthin kämpfte sich die Russin Oksana Selekmeteva, die auf dem Papier nur in Position 10 innehatte. Den erwarteten Verlauf nahm nur die Begegnung zwischen der topgesetzten Ukrainerin Margarita Bilokin. Sie machte mit der Lettin Camilla Batone, was sie wollte, verpasste ihr mit 6:0, 6:0 die Brille. Auch bei den Junioren setzte sich Topfavorit Facundo Diaz Acosta aus Argentinien mit seinem eindrucksvollen Grundlinienspiel durch. 6:2, 6:3 hieß es am Matchende gegen Julio Cepere aus Italien. Spannend auch die Paarung des Italieners Lorenzo Musetti, Nummer 5 des Turniers, gegen den viertgesetzten Tschechen Ondrej Stüler. Ein ausgeglichenes Match auf Augenhöhe. Musetti brauchte beim 6:7, 6:1, 7:6 zwei Tiebreaks zum Einzug ins Semifinale. Safrian Danilov, die Nummer 7, bezwang in einem gutklassigen Spiel den drittgesetzten Chinesen Tao Mu mit 6:4, 7:5. Jeweils ein Break reichte zum Sieg. Als letzte Deutsche verabschiedeten sich Osman Torski im Doppel mit Bastian Pressun mit einem 3:6, 6:1 und 2:10 im entscheidenden Match-Tiebreak gegen die bulgarisch-polnische Paarung Simon Anthony Ivanov und Mikhail Nikola aus dem Turnier. Dieses leitete 8 Jahre lang Mike Daugert. 2018 ist sein letztes. Woran erinnert sich gern? Was wünscht er seinem Nachfolger? Mein angenehmstes Erlebnis oder mein, sagen wir, spannendstes Erlebnis war letztes Jahr mit dem Nummer 1 gesetzten Konstantin Kusmin. Der ist ganz alleine hier durch Frankreich, aus Frankreich gekommen und alleine durchgereist. Und der war irgendwann so deprimiert, irgendwie, weil er niemanden hatte. Und so ein bisschen habe ich mich ihm angenommen. Und ich bin immer noch tatsächlich manchmal noch mit ihm im Kontakt. Und ich habe ihn so ein bisschen so einfach nur ganz ein bisschen fast schon väterlich, so ein bisschen brüderlich gecoacht. Und ja, das war sehr prägend und er hat echt einen guten Start nochmal hingelegt danach. Das war sehr schön mit anzusehen, wie schnell man so einen Spieler dann doch noch wieder so rausholen kann aus so einem Tief. Meinem Nachfolger wünsche ich erstmal sehr starke Nerven und sehr viel Durchhaltevermögen. Das sind lange Tage, die sich hier immer abzeichnen, aber es macht halt unglaublich viel Spaß.